Hallo und herzlich willkommen zum allerletzten Match von WrestleMania, zum Main Event von WrestleMania, das WWE Championship Match. Chris Jericho, der Champion, verteidigt gegen Randy Orton und Dolph Ziggler. Es ist das letzte Match, ich weiß, das ist ja hier eigentlich WWE 14 das Game, aber es ist ja aus dem Universe-Modus gedacht von unserem WWE 13 Let's Play, was wir vom ersten, von Stunde 0 von SmackDown nach, von Raw nach WrestleMania bis jetzt zu WrestleMania mit einer winzig kleinen Lücke durchgezogen haben. Es ist das allerletzte Match. Und wenn mich nicht alles täuscht, im ersten Match, also im ersten richtigen Video von WWE 13, hatten wir doch Chris Jericho gegen Kane, oder? Also ist Chris Jericho tatsächlich im letzten und im ersten Match. Ja, Geschichte zu diesem Match. Chris Jericho bei Money in the Bank hat er, ja, vor Monaten, ich glaube fast ein Jahr, nee, ist fast ein Jahr bald, oder? Ein Jahr, oder? Nee, ich weiß es nicht sicher, auf jeden Fall. Den Koffer gewonnen, dann bei Elimination Chamber, nachdem The Rock Cesaro besiegt hatte, eingecashed, Champion geworden. Hatte auch noch eine winzig kleine Fehde gegen Luca Rano. Dolph Ziggler, Mr. Royal Rumble, er hat den Royal Rumble gewonnen. Und Randy Orton, ja, der ist auch in dem Match. Hatte ja was mit der Fehde mit Luca Rano zu tun. So, Match starten, es ist alles angerichtet. Ich habe es ja schon gesagt, der neue WWE Champion-Titel wird heute verteidigt, also ausgekämpft. Das neue Design. Und ich halte jetzt für die Entrances den Mund, denn das ist schließlich die letzte Folge des Let's Plays. Ziggler! Oh man, two of the most exciting superstars in the WWE.
So, das ist das Baby, um das es heute Abend geht. Der neue WWE Champion-Titel. Oh Mann, was ein Match. Ihr wisst, wie ich immer bei Dolph Ziggler ausgerastet bin, wenn der gewonnen hat. Er war ja schon WWE Champion in unserem Universe-Modus, dann ja schwer verletzt. Also heute Abend kann wirklich eine legendäre WrestleMania-Ausgabe werden. Also dieses Main-Event, sagen wir mal, Chris Jericho gewinnt. Dann geht Chris Jericho als WWE Champion ins neue Let's Play, das wäre der Hammer. Gewinnt Randy Orton, das wäre auch mega Hammer. Randy Orton als erster WWE Champion und stellt euch vor, Dolph Ziggler verlässt die Halle mit dem Gold. Dann wäre Dolph Ziggler WWE Champion bei WWE 15 am Anfang. Das wäre schon ein verdammt großes Ausrufezeichen von Dolph Ziggler. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Match so episch wird, wie ich glaube. Ich habe ja ein bisschen Demut, ein bisschen Trauer, weil ich jetzt wirklich, mir ist gerade bewusst geworden, dass es einfach echt das letzte Match von diesem Let's Play war, was ja über 200 Parts ging. Ein ganzes Jahr haben wir das gemacht. Die meisten, wenn sie ein ganzes Jahr, oh, was war das denn, Double RKO-Kombo, die meisten, die Universe-Modus gemacht haben, habe ich immer geguckt, die haben dann simuliert jede Menge, die haben nicht jede Wochenshow sich immer ein oder zwei Matches angeguckt, die haben immer simuliert. Und klar, dann hat man so einen Universe-Modus relativ schnell rum. Wir haben jede scheiß Show, um es mal so zu sagen, haben wir mindestens ein Match geguckt, später ja sogar immer mal zwei sogar. Und es war ja auch das Lustige, also zu der Story dieses Matches, Chris Jericho bei Money in the Bank, einer der, ich glaube, der vierte Pay-Per-View des Jahres, jetzt ist immer beim 12. Alle wollten sie direkt, ja, cash doch ein bei WrestleMania. So wie es viele andere auch gemacht haben. Wolverus kennen viele, der hat ja, glaube ich, auch in seinem Universe-Modus, da cashen ja, glaube ich, die Leute mit Money in the Bank immer bei WrestleMania ein. Aber ich wollte es nicht. Ich habe mir gedacht, Royal Rumble wäre zu früh ursprünglich. Ihr erinnert euch, da hatte ich ja Brock Lesnar zurückgeholt gegen Mark Henry. Und das wäre blöd gewesen, direkt nach dem Lesnar-Sieg eincashen zu lassen. Und Chris Jericho dann bei Elimination Chamber. Manche von euch hatten den gar nicht mehr auf der Pfanne, haben sie mir nachher gesagt. Klar, der war auch nicht wirklich im Ring. Ich habe bewusst von Money in the Bank an Chris Jericho nicht mehr in der Card gehabt. Der hatte kein Match mehr. Und dann kam er ja, wie gesagt, und hat den Gürtel abgestaubt. Ja, Dolph Ziggler's Royal Rumble-Sieg spricht für sich, was der für starke Leistungen gezeigt hat. Er war WWE Champion, Randy Orton seinerseits war World Champion. Chris Jericho ist jetzt WWE Champion. Also ihr seht, was hier für ein super Material im Ring ist. Und jetzt kommen wir auch mal zu dem Match. Viele Doppelteam-Aktionen sehe ich bis gerade. Ja, schöner Dropkick von Chris Jericho. Und die Frage ist, wie geht dieses Match zu Ende? Weil wir kennen es ja von Triple Threat Matches, die sind immer sehr, sehr, sehr knapp. Ah, Chris Jericho mit den Chops, das Publikum geht natürlich mit. Was hat denn Jericho jetzt vor? Springboard Dropkick gegen Randy Orton. Der landet auf der Hallenmatte. Ja, kann man auch mal so machen. Schöner Swinging Back Suplex von Dolph Ziggler. Und jetzt der Headlock. Oh, mit Kopfstand. Randy Orton zurück im Ring. Klar, Randy Orton will diesen, ja, ich sag mal, verkorksten Universe-Modus natürlich jetzt langsam mal wieder in die richtigen Bahnen kriegen. Und heute ein Sieg, ein Titelgewinn wäre natürlich perfekt als Abschluss und als Neubeginn für WWE 15. Es lief für ihn ja echt schlecht. Er hat viel verloren, unter anderem Matches gegen Kofi Kingston. Und hatte er nicht auch ein Match verloren gegen Santino Marella? Ich weiß es gerade. Doch, da hatte er, glaube ich, den RKO nämlich von Santino bekommen. Ich weiß es nicht, wenn ich da falsch liege, wer sich daran erinnern kann, kann es ja mal drunter schreiben. Generell, wenn euch das Video gefällt, natürlich gerne euren Freunden davon erzählen, dass wir WWE 15 was Großes planen. Und gerne auch einen Daumen hoch, freue ich mich immer. Double STO jetzt hier gegen Dolph Ziggler. Ja, und Randy Orton dann teilweise ja sogar mal zwischenzeitlich Teil vom The Shield. Das ging ja auch mega in die Hose. Da wurden sie ja beim 6-Mann-Tag-Team-Match bei Survivor Series, glaube ich, komplett zerlegt. Da ging gar nichts. Also für Randy Orton lief es so schlecht, wie es nur ging. Dann gab es Quali-Matches. Wann war das? Genau, für TLC, da ging Kofi verloren. Da wurde Kofi Kingston WWE Champion. Gut, er hat einen Abend später gegen Antonio Cesaro den WWE-Titel wieder abgeben müssen. Aber trotzdem, auch ein Kofi Kingston war WWE Champion. Darf man ja nicht vergessen. Und da hat Randy Orton zum Beispiel auch verloren. Hätte er da gewonnen, vielleicht bei TLC schon Champion gewesen, dann wäre vielleicht jetzt alles anders. Dann würde er jetzt vielleicht als Champion hier verteidigen. Weiß man natürlich nicht. Aber für Randy Orton lief es halt grob gesehen echt kacke. Er war World Champion am Anfang, verlor dann den Titel gegen Mark Henry, der ja dann bekanntlich, wie ihr ja wisst, den Titel für eine gefühlte Ewigkeit behielt. Mehr oder weniger das ganze Let's Play über.
Schöne Aktion, Neckbreaker von Chris Jericho gegen Ziggler. Ja, und Chris Jericho, da hat sich, wie gesagt, mit dem Money in the Bank Sieg sein Match geholt und dann hier zack, direkt bei Elimination Chamber den Titel geholt, so wie das sein soll. Und jetzt muss er versuchen, den Titel auch wieder mit nach Hause zu nehmen, damit er nach WrestleMania Champion bleibt. Und wieder Doppelteam-Aktionen. Einer unten in die Beine, einer close. Nein, also hier kämpfen immer zwei zusammen. Also man sieht auch nicht jetzt zum Beispiel, dass zwei hier dauerhaft gegen einen kämpfen. Das ist wirklich hier, man versucht einfach sich gegenseitig, ja, Schaden zuzufügen. So, Randy Orton jetzt mit dem Swinging Back Suplex. Jawohl, gegen Dolph Ziggler. Ziggler Dropkick, aber geht daneben. Und der Wrestling Slam von Randy Orton. Knee Drop hinterher. Ja, Chris Jericho kann ja den Titel verlieren, ohne gepinnt zu werden. Und da kommt Dolph Ziggler vom Top Rope. Kennt man ja bei Triple Threat. Dolph Ziggler, theoretisch, wenn der jetzt Randy Orton pinnt, muss Jericho nicht mal beteiligt gewesen sein. So kann er seinen Titel verlieren. Deswegen Triple Threat Match für den Champion ja immer so eine Sache. Ja, Ziggler hat jetzt Orton auf den Schultern. Und Stomach Breaker. Was ein geiler Stomach Breaker von Dolph Ziggler. Da lässt Randy Orton voll auf seine Beine fallen mit dem Magen voran. Oh, Dolph Ziggler jetzt. Neckbreaker Ansatz, aber Randy Orton geht daneben. Dazwischen, nicht daneben. Und dafür Chris Jericho jetzt mit diesem Neckbreaker. Ja, abwertende Tritte von Chris Jericho an den Kopf. Die kennen wir natürlich von ihm. Ja, schön, Double Team Neckbreaker. So macht das doch Laune zuzusehen. Bisher ein sehr, sehr gutes Match. Sehr technisch. Und auch echt mal eine Variation am Moves. Mal richtig viele Moves, die wir sehen. So, Dolph Ziggler schlägt jetzt mal auf Randy Orton ein. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wer hier am meisten Schaden genommen hat bisher. Klar, Chris Jericho hat sich da gerade schon ein bisschen an den Kopf gefasst. Aber natürlich, nach 30 Minuten Match ist das nicht so verwunderlich. Und wieder Clothesline und einer springt unten in die Beine. Diese Combo zeigen sie ja alle miteinander. Wer geht hier heute Abend mit dem Gold nach Hause? Wir haben auch noch keine Signature oder Finisher gesehen. Deswegen bin ich relativ... Boah, schon wieder Double Neckbreaker gegen Chris Jericho. Und guckt euch Jericho an, der liegt da. Der ist relativ platt. Also ich habe das Gefühl, Jericho hat hier schon doch dann am meisten einstecken müssen. Ah, Ziggler von hinten. Was war das denn? Was war das denn für ein geiler... Ja, was war das? Und jetzt der DDT von Dolph Ziggler gegen Randy Orton. Der sah verdammt hart aus. Das erste Cover. Ja, aber Chris Jericho geht natürlich dazwischen. Und Face Crusher von Dolph Ziggler. Aber auch Konter von Jericho. Klar, hier lässt sich keiner einfach mal abfertigen. Jeder will hier heute Abend mit dem Gold aus der Halle gehen. Dolph Ziggler, Randy Orton kontert und hämmert Dolph Ziggler auf die Matte. Aber wie gesagt, noch keine Finishing- oder Signature-Moves. Aber wir wissen ja, sowas braucht es theoretisch gar nicht. Eine einfache Aufgabe, ein schöner Aufgabegriff im richtigen Moment reicht ja auch schon aus. Haben wir ja gesehen bei Christian gegen Edge, glaube ich, war's. Jetzt Double Team, DDT, oh mein Gott, Dolph Ziggler, das tat weh. Und der Fellmesser von Ziggler, das war ja mal eine Aktion, die man gebrauchen konnte. Schöner Fellmesser von Dolph Ziggler, Headlock wieder. Also Ziggler zeigt relativ viel. Und Jericho fasst sich immer wieder an den Kopf. Ich habe das Gefühl, der hat schon etwas mehr eingesteckt. Jetzt wieder Double Team Action. Jetzt der Neckbreaker mal gegen Randy Orton. Der Double Team Neckbreaker. Ist ja fast ein Handicap-Match hier immer. Nur mit anderen Parteien. Oh, Jericho mit dem Plancher, aber der ging daneben. Jetzt liegt Jericho da. Jetzt hat er sich gerade vielleicht sein eigenes Grab geschaufelt. Jetzt müsste Dolph Ziggler schnell machen. Ah, jetzt ist schon wieder beide da. Und der RKO! Der RKO! Und Jericho will covern. One. Der RKO von Randy Orton out of nowhere, so wie man sagen würde. Aber das kennt man ja. Der holt den RKO irgendwie raus. Suplex, one. Mit Brücke, aber Randy Orton geht dazwischen. Jetzt ist das Publikum erwacht. Und jetzt der Sleepholt von Dolph Ziggler. Ist das die Entscheidung, wenn Randy Orton nicht dazwischen geht? Aber er geht dazwischen.
Jetzt sind wir auf der Zielgeraden, eindeutig. Gerade der RKO, dann dieser geile Suplex von Jericho und jetzt der Sleeperhold von Segler. One! Klar, jetzt gehen sie dazwischen. Abdominal Stretch von Dolph Segler. Aber natürlich, Randy Orton geht dazwischen. Dropkick abgewehrt von Segler. Und der Superkick! Und er trifft beide mit dem Superkick! Und jetzt muss Segler schnell machen, Submission Hold, aber Randy Orton geht natürlich dazwischen. Oh Mann, was ein Match. Das kann jetzt sehr, sehr interessant werden. So die letzten Minuten des Matches. Ich glaube, es wird nicht mehr lange gehen. Jericho jetzt. Jetzt Doppelteam-Aktion mit Segler. STO und Russian Leg Sweep. Sowas in der Art. Doppelteam. So, Jericho jetzt auf dem Top Rope Plancher. Landet genau auf Randy Orton. Und jetzt will das beenden. Chris Jericho will das Match beenden, aber Segler geht dazwischen. Facebuster. Guckt euch Randy Orton an, der hat da gerade richtig getaumelt. Cover. One, aber natürlich, Dolph Ziggler geht dazwischen. Famesser gegen Randy Orton. Und jetzt, und wieder Randy Orton da, wo er sein muss. Und jetzt mit dem Lutes Press gegen Dolph Ziggler. Aber es bleibt auch keiner von den Jungs mal liegen. Guckt euch Chris Jericho an, der ist anscheinend schon stark angeschlagen. Ziggler natürlich auch, Orton glaube ich aber auch. Also alle drei müssten ziemlich angeschlagen sein. So, Orton jetzt wieder da. Chris Jericho liegt auf der Matte. Was kommt jetzt als nächstes? Uppercut, Dropkick. Jetzt müsste Jericho sich vielleicht um Orton kümmern, tut aber nicht. So, Dolph Ziggler müsste doch relativ angeschlagen sein. Das kann nicht mehr viel sein, was Dolph Ziggler hier zeigt, weil der hat den RKO eingesteckt. Orton in der Ringecke, Jericho kontert jetzt hoffentlich. Nee, tut er nicht. Kriegt den Facebuster von Dolph Ziggler voll ab. Und der setzt an zum Submission Hold in einer perfekten Lage, aber er lässt direkt los, klar, weil Randy Orton vor ihm steht. Wann kommt die entscheidende Aktion? Aber Ziggler kontert und hämmert die beiden mit den Köpfen gegeneinander. Wieder Russian Leg Sweep und STO Kombination und wieder auch der Headlock von Dolph Ziggler. Den hat er schon 4-5 Mal dieses Match gezeigt. Quasi der German Suplex des Dolph Zigglers, wenn man so sagen will. Die Wrestling-Fans unter euch verstehen, was ich damit meine. So, jetzt geht's in die Ecke, Dolph Ziggler. Und das Cover von Randy Orton. Jetzt kann es wirklich jede Sekunde vorbei sein, selbst nach einem Suplex, einer ganz normalen Aktion. Zigzag! Der Zigzag von Dolph Ziggler. Aber Jericho will das Cover abstauben, aber natürlich geht er dazwischen. Der Dolph Ziggler. Der Zigzag war gerade da und wieder diese Aktion von Segler, die ich gar nicht kenne. Weiß ich gar nicht, wie die heißt. Jetzt müsste Randy Orton sich vielleicht Segler schnappen, dann hätte er die Chance. Also generell, jeder von denen hat hier die Chance. Es wird ein knappes Ende geben, da bin ich mir relativ sicher. Facebuster. So, jetzt Randy Orton, Dropkick abgewehrt von Segler. Und der Superkick! Und jetzt hätte Dolph Segler doch die Chance. Er hätte die Chance, jetzt vielleicht Chris Jericho covern. Aber er setzt weiter Aktionen an. Och Junge, du hättest es vielleicht geschafft, wenn du jetzt Randy Orton gecovert hättest nach diesem Superkick. Also die Chance wäre ja mal auf jeden Fall da gewesen. Aber seht ihr, das Main Event von WrestleMania. 20 Minuten. Ja, Cover aufgebrochen, natürlich. So, jetzt in die Ringecke. Und Close-Up von Randy Orton. Habt ihr gesehen, wie er da Dolph Ziggler umgehämmert hat? Und jetzt müsste Jericho sich Orton greifen. Macht er auch. Chris Jericho mit dem Neckbreaker. Und jetzt vielleicht das Cover hinterher, aber Segler direkt wieder da. Mann, ist das eng. Ja, jetzt wieder Doppelteam-Aktion, kennen wir ja. Gegen Randy Orton und der liegt jetzt echt platt. Also viel haben die alle drei nicht mehr im Köcher. Das ist nur noch die letzte Verzweiflung, weil sie alle halt Champion werden wollen. Aber die kontern sich weiter munter aus. Also keiner bleibt hier auch mal für eine Sekunde länger liegen als der andere. Die stehen immer direkt wieder auf. STO, Double STO. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir hier bei diesen drei Superstars, die so besessen sind vom Sieg, Double Team AKO.
Das war ja mal eine Aktion. Und jetzt ist Dolph Ziggler, glaube ich. Er steht direkt wieder auf. Es ist unfassbar. Keiner von den Jungs will verlieren. Dolph Ziggler nimmt Anlauf. Ja. Und jetzt vielleicht Chris Jericho attackieren. Aber er setzt wieder Randy Orton auf. Also taktisch ein bisschen blöd, was er da gemacht hat. Double Neckbreaker. Und jetzt vielleicht. Komm, Jericho und Ziggler, battelt euch. Aber machen sie wieder nicht. Double Neckbreaker. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen heute. Jericho ist K.O. Wenn man jetzt den anderen Superstar wegräumt, könnte man Jericho covern. Der ist so daneben. Der hat auch schon so viel abbekommen. Und jetzt Randy Orton mit seinem Neckbreaker. Na, herzlichen Glückwunsch mit seinem Backbreaker. Wenn die Jungs nicht aufpassen, dann holt Randy Orton sich jetzt hier den Sieg. Das ist das Cover. One. Ja, Jericho ist K.O. Ich sag euch das. Jericho kann nicht mehr lange in diesem Match standhalten. Suplex da von Chris Jericho. Und auch der kann das Ende gebracht haben. Ich weiß nicht, wie stark angeschlagen Randy Orton ist. Double Team Neckbreaker. Randy Orton, würde ich sagen, ist auch K.O. Bin ich mir reiner. Also K.O. nicht, aber er ist ganz, ganz knapp an der Belastungsgrenze. Vielleicht Ziggler, der mit den meisten Reserven noch. Ich kann es aber ehrlich gesagt auch nicht sagen. Es ist nur so eine Vermutung. Und jetzt Chris Jericho mit der Walls of Jericho. Kriegt er sie durch. Ziggler liegt am Boden. Das ist perfekt für Chris Jericho. Jetzt muss Ziggler dazwischen gehen und er geht dazwischen. Oh Mann, 5 Sekunden später Dolph Ziggler dazwischen und das Match wäre zu Ende gewesen. Ich glaube nicht, dass Randy Orton da nochmal rausgekommen wäre. Und jetzt die Chops gegen Randy Orton. Ziggler mit Suplex-Ansatz. Jawohl, Suplex hinterher. So, Ziggler jetzt. Elbow. Noch ein Elbow. Und jetzt der dritte von seinen Elbows. Hinterher gegen Randy Orton. Jetzt Chris Jericho mit dem Cover. One. Na, natürlich. Und Ziggler, aber der Konter. Chris Jericho, ich glaube, da sollte der Zigzag kommen. Und da ist der Codebreaker. Der Codebreaker gegen Dolph Ziggler. Und jetzt müsste sich Jericho eigentlich um Orton kümmern. Aber jetzt will natürlich Orton das Cover zeigen. Aber natürlich geht Jericho dazwischen. Was ein langes Match. Und da ist der RKO. Der RKO. Und jetzt will Jericho es zeigen. Jetzt zeigen sie jeweils einen Finisher und der andere will das Cover zeigen. Das gibt's ja wohl nicht. Also Ziggler hat nicht mehr viel auf Lager. Powerbomb von Chris Jericho mit Brücke. One. Aber bricht ihn auf. Randy Orton. Backbreaker. Wunderbar. Und jetzt die Submission. Und die kann reichen, wenn Ziggler nicht schnell dazwischen geht. Ziggler muss dazwischen gehen, aber er geht dazwischen. Wie soll dieses Match jemals zu Ende kommen? Wir haben jetzt schon 25 Minuten, aber die sind alle so versessen, die können hier eigentlich gar nicht verlieren, die Jungs. Wrestling Slam. Der Angle Slam quasi von Randy Orton. Dolph Ziggler mit dem Back Suplex. Und springt in den Stand, als wäre es gar nichts. Nach einem Codebreaker und zwei RKOs springt Dolph Ziggler immer noch einfach mal in den Stand. Und zeigt weiter seinen Headlock mit Handstand sogar. Jawohl, Randy Orton kontert. Dolph Ziggler hängt jetzt da am Seil. Und jetzt eine typische Aktion von Randy Orton, der DDT aus dem zweiten Seil. Oh mein Gott, Dolph Ziggler landet volle Möhre mit dem Kopf auf der Matte. Und Chris Jericho mit dem Codebreaker. Der Codebreaker hinterher. One. Aber natürlich, natürlich geht Dolph Ziggler dazwischen. Dolph Ziggler. Swinging Back Suplex. Also es ist auf jeden Fall ein würdiges Ende für das Let's Play. 25 Minuten schon rum und wir sind immer noch von einer Entscheidung entfernt. Russian Leg Sweep gegen Chris Jericho. Ach, von Chris Jericho gegen Dolph Ziggler. Er geht jetzt aufs Top Rope und kommt mit dem Body Press. Und das Cover gegen Ziggler. One. Das reicht auf jeden Fall. Wenn jetzt ein Cover ungestört kommt, dann reicht das auf jeden Fall. Chris Jericho mit dem Flying Forearm.
So, Knie gegen den Kopf. Jetzt vielleicht Dolph Ziggler abfertigen. Chris Jericho jetzt gerade ja in einer guten Phase. So, noch eine Doppelteam-Aktion. Wieder der Neckbreaker. Und jetzt müssten Ziggler und Orton einfach mal gegeneinander vorgehen. Cover. One. Na, wieder nicht. Also mir ist ja wirklich total egal, wer hier gewinnt. Egal, wer gewinnt, es wäre eine super geile Sache. Dolph Ziggler mit dem Facebuster. Und jetzt vielleicht Jericho. Ja, auch nicht. Coverversuch von Ziggler. One. Aber natürlich Chris Jericho dazwischen. Ich habe das Gefühl, ich sage immer dasselbe seit 20 Minuten. Konter. Super. Von Dolph Ziggler. Und jetzt vielleicht Chris Jericho angreifen. Ein Submission Hold. Aber natürlich direkt am Seil. Das kann ja nichts werden. Und Chris Jericho geht dazu noch natürlich da... zwischen STO. Wunderbar. Und Codebreaker von Randy Orton. Von Chris Jericho natürlich. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage. Und jetzt muss Chris Jericho Vollgas geben. Gib Vollgas, Junge. Randy Orton ist ausgenockt. So muss es sein. One, two, three. Und Chris Jericho gewinnt und bleibt WWE Champion. Randy Orton stand zwar wieder, aber zu langsam, und Chris Jericho holt den Sieg in diesem Weltklasse-Match. Chris Jericho bleibt WWE Champion. Was ein Weltklasse-Match. Es war so eng und auch das Ende war ja nochmal mega eng. Randy Orton vielleicht eine Sekunde zu spät auf den Beinen. Aber Chris Jericho hat's gemacht. Er bleibt WWE Champion und geht damit als WWE Champion zu WWE 15. Das Let's Play geht zu Ende mit einem 28-Minuten-Part. Auf jeden Fall ein würdiger Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet in diesem über einem Jahr, also Zeit, ja, Videos, Spaß am Wrestling Let's Play. Wir haben ein komplettes Jahr WWE bestritten. Chris Jericho beendet das Jahr als WWE Champion. John Cena ist World Heavyweight Champion. Der Undertaker, die Serie seinerseits ist vorbei. Brock Lesnar hat die Serie beendet. Christian ist Intercontinental Champion und die WWE Tag Team Champions, ja, ist ja noch in Frage, was damit kommt. Jetzt auf jeden Fall, für alle, die es noch nicht haben, bei Skype, fast jeder hat Skype, ladet es euch runter, es lohnt sich wirklich. Luca Rano LPN als Freund hinzufügen, ich füge euch in diesen Chat hinzu, das ist super wichtig. Da wird alles geplant, denn es geht ja weiter mit WWE 15. Am 28.10. oder 31.10. kommt das Spiel raus. Ich habe das NXT-Video vor ein oder zwei Tagen hochgeladen. Vor ein paar mehr Tagen, ich weiß es nicht. Da einfach mal reingucken. Bald kommen noch mehr Videos, die dann was verkünden zu WWE 15. Bleibt dabei, es ist nicht vorbei. Das WWE 13, ja, /14 Let's Play ist jetzt vielleicht vorbei. Aber es geht weiter mit WWE 15 und da wollen wir einen noch viel geileren Universe-Modus auf die Beine stellen, als er jetzt bei WWE 13/14 schon war. Ich hoffe, ihr hattet durchgehend Spaß. Erzählt euren Freunden davon, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich. Jetzt habe ich genug gequatscht, halbe Stunde das Video fast. Und ein allerletztes Mal, so wie in fast jeder, also in den vielen Folgen von WWE 13, zum Abschluss. Macht's gut. Hell yeah!